Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt. Heute geht's weiter mit Far Cry und zwar, was der Hund will. Da bin ich ja letztes Mal nicht so ganz drauf gekommen. Mittlerweile habe ich aber schon den Generalschlüssel gefunden. Und dann machen wir jetzt mal weiter und ich wünsche euch viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Ich gehe da jetzt erstmal rein und schaue mir die ganze Geschichte mal näher an. Da unten soll man jetzt rein. Wie gesagt, viel Spaß beim Zuschauen. Okay. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Hunde befreien da. Der ist tot. Erstmal ordentlich plündern. Ist da noch was? So, da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Da vorhin gepennt. Okay. Müssen wir mal gucken. Ich finde ja ein bisschen unbeholfen immer bei diesen Dingen. Ne? Sei zu verzeihen. Irgendwie muss ich hier noch mal rein und dann muss ich gucken, dass ich die Hunde alle befreie, damit die Mission dann auch zu Ende ist. Irgendwo sind da seine Kumpels. Aufschließen X. Komm raus. So, prima. Was gibt's denn noch? Gibt's da irgendwo was zu plündern hier? Ich streichle den Hund, ja, aber welchen? Den hier? Ach, du warst das, genau. Ja, ist ja gut. So, ist... Meinst du? Kann ich noch plündern? Ja, wir gehen noch mal durch. Schauen mal, ob ich was vergessen habe. Da ist nichts mehr. Kann ich mir den Timberley jetzt als Helfer zuweisen?
Ah, den habe ich schon, okay. Gut. Oder was muss man ein Auto suchen mit dem Berlin, ne? Aber erstmal, wo sollen wir denn da hin? Kannst du denn aufs Motorrad steigen? Weil ich habe kein Auto. Da sollen wir jetzt den 300... Nein, dann gehen wir zu Fuß. Das war eine echt knappe Kiste. Ja, war keine knappe Kiste, weil du bist nämlich platt jetzt. Hund, komm zu mir. Hund, wo bist du? Wo soll ich denn hin? Hund, den mal, sag mir mal, wo ich hin soll. Also wie. Na, streichel mal dich mal eine Runde. Ja, hast du gut gemacht. Prima. Aber den plündern wir trotzdem. Weil, nachher brauchen wir nun. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier hin müssen. Den doofen Pfeil nicht, da ist der Pfeil. Also da. Okay. Dann haben wir die Vorratslieferung. Oh, das hat sich ja gelohnt. So, und wo kommen wir jetzt noch hin? Gehen wir mal gucken. Auf Karte. Die Highwaymen haben meinen Waffenprototyp und jetzt sitze ich in der Klemme. Die dürfen das Ding nicht haben. Ich brauche Hilfe. Hört mich jemand? Ja, dann versuchen wir nochmal hinzufahren. Das ist Nebenmission. Gut, ich check das mal. Thank you.
Scheiße. Okay, jetzt haben wir. Zumindest ein Auto. Wo ist mein Hund? Haben die meinen Hund gekillt? Ja, ist ja gut. Hast du gut gemacht. Scheiße, der ist geschützt. Oh, das hatten wir doch schon mal. So eine Scheiße, die da. Na, hoffentlich habe ich den Hund jetzt nicht gekillt. Rufi ist noch da. Gut, okay. Ja, dann gehen wir mal zu Fuß. 10 Kilometer schaffen wir. Hund, geh vor. Neuer Tierbau entdeckt, aber da. Nee, mit den Bären habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Scheißbär, den kriege ich nicht weg. Der Scheißbär. Hau ab, hau ab. Lass den Bären in Ruhe. Das hat keine Chance. Klaus, ich weiß, du hast gesagt, den soll man nicht blöden. Den sollte man von. So. Können wir denn. Und? Timmerli, du kannst nicht, aber gut.
Na komm. Okay. Das ist ja geil. Gehen wir mal zur nächsten Mission. Also mit diesen Autos, mit diesen Sprengladungen ist echt lebensgefährlich. Also das sag mir den Weg. Ich das mal Fahrzeug habe. Come on.
Zeit ist jetzt echt abgelaufen. Ich muss mich noch verbissen. Ja, Leute, das war's erstmal an dieser Stelle. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen Cut hier. Mal gucken, ob ich es noch schaffe oder. Er ist weg. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Okay. Reden wir nochmal. Gut gemacht. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Das wäre schön. Kann man sich hier noch zuweisen? Hier ist Grace Armstrong. Das ist Basis. Also so wie gesagt, Charakter. Hauptwaffen. Okay. Ach, das ist ja unter Helferauswahl, ne? Ja, die habe ich ja verbraten hier, Jungs. Na, dann reden wir nochmal. Du bist dieser Fremde, hä? Es heißt, die Highwaymen sind nicht sehr glücklich über dich. Gut. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht, würde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, habe ich eine Waffe gebaut, bei der das egal ist. So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Hohlbürger nieder, die sich dir in den Weg stellen. Okay. Dann gucken wir mal auf die... Ah, wir haben erstmal eine... Spielverderber. Gedrückt halten. Jetzt muss ich selber erstmal auf die Dings gucken, Leute. Also hier ohne Brille sieht euer Dark hier auch nichts mehr. Peggy stört mich nicht mehr. Keine Ahnung, ob die sich geändert haben, aber sie versuchen es immerhin. Wo ist der Penner schon wieder? Das tut weh! Bin verletzt! Wo? Da geht der Penner hier. Wenn wir nicht darauf kommen könnte. Cool, die war doch hier oben. Was soll der Scheiß? Ist doch echt fuck hier.
Erst da und dann verpissen. Zu holen. Ja, Leute, ich glaube, ich mache erstmal an dieser Stelle Schluss. Ist wieder lang genug. Die nächste Mission kommt auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir juckt schon wieder die Nase. Ich glaube, ich kriege einen drauf. Gut, ich wünsche euch viel Spaß noch den restlichen Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Ja, den Hund haben wir ja nun befreit und jetzt geht's nächstes Mal dann weiter. Die Grease haben wir jetzt auch befreit. Also doch schon wieder ein wenig geschafft. In diesem Sinne kann ich mich nur noch von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming-Software-Check. Wer weiß das schon, macht's gut. Bye bye, bis zum nächsten Check.